von den Fischer Pitt und seine Frau Ilsebill. Von dem Fischer Peter und seiner Frau Else. Es war einmal ein Fischer mit Namen Peter, der lebte mit seiner Frau Else in einer kleinen Fischerhütte dicht an der Ostsee. Jeden Tag fuhr der Fischer aufs Meer und angelte. Und er angelte und angelte. So saß er mit seiner Angel, sah in das klare Wasser. Und so saß er da und saß und saß. Und während er so da saß, dachte er, wie zufrieden er doch sein konnte, dass er da saß und nicht in den Krieg ziehen oder für einen Edlen den Fußabtreter geben musste. Nachdem er die Angel an diesem Tag wieder heraufgeholt hatte, hing ein mächtig großer Butt daran. Als er den dicken Fisch an Bord zog, sagte der Fischer vor Erstaunen und mehr zu sich selbst, »Mann!« Da antwortete der Butt, »Butt, angenehm, hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin gar kein richtiger Butt, ich bin nur verzaubert. Wem hilft es denn, wenn du mich tötest? Nun, da wir uns hier so nett unterhalten haben, würde ich dir ja doch nicht mehr so recht schmecken, oder? Siehste, dann setz mich mal schnell wieder ins Wasser und lass mich schwimmen.« »Ach«, sagte der Mann, »da brauchst du nicht so viele Worte machen. Ein Butt, der sprechen kann, werde ich wohl schwimmen lassen. Oder siehste.« Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser und der Butt sagte, »Danke«, und der Fischer antwortete, »Da nicht viel. Na, nun schwimm mal schön.« Der Fischer fuhr zurück an Land und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. »Pitt«, sagte die Frau, »hast du denn heute gar nichts gefangen?« »Nein«, antwortete ihr Mann, »ich hatte einen Butt, aber der sagte, er wäre verzaubert. Da habe ich ihn natürlich wieder schwimmen lassen.« Seine Frau Else sah ihn ernst an. »Pitt, hast du dir denn nichts gewünscht?« fragte sie. »Nein«, sagte Peter, »was sollte ich mir denn wünschen?« »Mann, Pitt«, schimpfte die Frau, »bist du blöd, immer hier in der Hütte zu wohnen, wo es stinkt und alles so eklig ist, da hättest du uns doch ein schönes Häuschen wünschen können. Geh noch mal hin und ruf ihn, sag ihm, wir wollen ein schönes Häuschen haben. Der macht das bestimmt.« »Ach«, sagte der Mann, »was soll ich da nun noch mal hingehen?« »Du bist so doof, Pitt«, sagte die Frau, »du hast ihn doch gefangen und ihn wieder schwimmen lassen. Dann tut er das sicher für uns. Geh gleich hin.« Der Mann wollte nicht so recht, wollte aber auch seiner Frau nicht widersprechen, und so ging er wieder ans Meer, stellte sich hin und rief, »Manche, manche, Timpete, Butche, Butche, Indesee, mine Fru, de Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.« Da kam der Butt angeschwommen und fragte, »Na, was will sie denn nicht?« Dem Fischer war es unangenehm. »Ach«, antwortete er, »ich hatte dich doch gefangen und nun sagt meine Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Sie will nicht mehr in unserer Hütte wohnen, sie will lieber in ein schönes Häuschen.« »Geh nach Hause«, sagte der Butt, »sie sitzt schon drin in eurem Häuschen. Na, nun geh mal schön.« Der Mann ging nach Hause und das Fischerhütchen war weg. An seiner Stelle stand jetzt ein schönes Häuschen und seine Frau saß davor auf einer Bank. Seine Frau nahm ihn bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein, sieh's dir an. Nun ist das doch viel besser.« Vor dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und darin eine schöne kleine Stube und Kammer, wo für beide ein Bett stand. Es gab auch eine Küche und eine Speisekammer, alles mit besten Gerätschaften versehen und aufs Schönste eingerichtet mit Geschirr aus Zinn und Messing. Hinter dem Haus gab es auch einen kleinen Hof mit Hühnern und Enten und auch einen kleinen Garten mit Grünzeug und Obst. »Siehste«, sagte die Frau, »ist das nicht schön?« »Ja, schon«, sagte der Mann, »so kann das wohl bleiben. Dann wollen wir mal zufrieden sein.« »Da denken wir besser noch mal drüber nach«, sagte die Frau. Sie aßen etwas und gingen zu Bett.
Nach 8 Tagen in ihrem schönen neuen Häuschen sagte die Frau: »Hör, Pitt, das Häuschen ist ja eigentlich zu eng und der Hof und der Garten zu klein. Der Butt hätte uns ja auch ein größeres Häuschen schenken können. Ich möchte lieber in einem größeren steinernen Schloss wohnen. Geh noch mal zum Butt, er soll uns ein Schloss schenken.« »Ach, wir in einem Schloss? Ach was?« fragte die Frau. »Nun geh mal schön dahin, der Butt kann das schon für uns tun.« »Nein, Ilsebill«, erwiderte der Mann, »der Butt hat uns schon das Häuschen gegeben. Ich mag nun nicht noch gleich wieder hingehen, dem Butt könnte das missfallen.« »Geh schon«, schimpfte die Frau, »er kann das doch und er tut es sicher gern. Nun geh mal schön dahin.« Dem Mann gefiel das ganz und gar nicht. Der Fischer Peter sagte zu sich selbst: »Das ist wirklich nicht recht.« Aber er ging doch wieder an die Küste. Als er an die See kam, war das Wasser voll mit Fischen, Krebsen und anderem Meeresgetier. Der Fischer dachte zuerst daran, die Gelegenheit zu nutzen und einfach fischen zu gehen. Aber dann erinnerte er sich an seine Frau. Er stellte sich hin und rief: »Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in de See, mine Frode Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.« Aus dem Wasser, das vor Fischen und Krabben nur so brodelte, tauchte der Butt auf und sagte zu den anderen Fischen: »Da ist er schon, seht ihr?« Und dann wandte er sich dem Fischer zu und fragte: »Na, was will sie denn nun nicht?« Peter antwortete schwer bedrückt: »Ach, nun will sie in einem großen steinernen Schloss wohnen. Geh nach Hause, sie steht schon vor der Tür von eurem Schloss«, lachte der Butt, und dann sagte er noch: »Na, nun geh mal schön.« Der Mann bedankte sich und ging zu seiner Frau nach Hause. Als er aber dahin kam, stand dort ein großer steinerner Palast und seine Frau stand oben auf der Treppe, die zum Tor führte. Er ging zu ihr hin und sie nahm ihn bei der Hand und sagte: »Na, komm mal schön herein.« Dann ging er mit ihr herein und in dem Schloss war ein großer Saal mit einem Boden aus Marmor und da waren so viele Bedienstete, die rissen die großen Türen auf. Die Wände waren voll goldener Farbe und alle mit schönen Teppichen behängt. In den Zimmern standen lauter goldene Stühle und Tische, kristallene Kronleuchter hingen von der Decke und alle Stuben und Kammern waren mit geknüpften Läufern ausgelegt. Allerbestes Essen und der allerfeinste Wein standen auf den Tischen, die sich unter dem Gewicht bogen. Hinter dem Schloss lag ein großer Hof mit einem Pferde, einem Kuhstall und Kutschen, alles vom Besten. Es gab einen großen, herrlichen Garten mit den schönsten Blumen und Obstbäumen und dahinter einen herrlichen Park, wohl eine halbe Meile lang. Hirsche, Rehe und Hasen sprangen herum. Es war alles so, wie man es sich nur wünschen konnte. »Nun«, sagte die Frau, »ist das nicht viel schöner?« »Ja, schon«, antwortete der Mann, »so soll es auch bleiben. Nun können wir in dem schönen Schloss wohnen, unendlich zufrieden sein.« »Da denken wir am besten noch mal drüber nach«, sagte die Frau, und sie gingen zu Bett. Am nächsten Morgen wachte die Frau zuerst auf, als es gerade erst Tag geworden war. Sie sah von ihrem Bett aus über das herrliche Land vor sich. Ihr Mann dehnte und reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte: »Pitt, steh auf und schau mal aus dem Fenster. Siehst du, könnten wir nicht Könige werden über das ganze Land? Geh hin zum Butt und sag ihm, wir wollen Könige sein.« »Ach nee, Ilsebill«, sagte der Mann, »warum wollten wir denn Könige sein? Ich will eigentlich nicht König sein.« »Nun«, sagte die Frau, »wenn du nicht König sein willst, dann will ich eben Königin sein. Geh du mal schön zum Butt und sag ihm, ich will Königin sein.« »Och nee, Frau«, seufzte ihr Mann, »wozu willst du denn Königin sein? Das kann ich ihm nicht sagen.« »Warum nicht«, schimpfte die Frau, »geh augenblicklich zu ihm, ich muss noch heute Königin sein.«
Der Mann ging los und war ganz schwermütig, dass seine Frau Königin werden wollte. Das ist doch einfach nicht recht, dachte der Mann. Er wollte es nicht, ging aber doch an die Küste. Als er an die See kam, da war die ganz voll mit Fischen, Krebsen und Krabben, Delfinen und Aalen. Der Fischer staunte und wollte fischen gehen, aber dann stellte er sich doch in die Brandung zwischen das ganze Getier und rief: Manche, manche, Tippete, Butche, Butche, Innesee, Mine, Fru, die Ilsebill, will nicht so, was ich wohl will. Der Butt tauchte zwischen den Fischen auf und sagte zu den Tieren in den Wellen: Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Der Butt sah Peter lange an. Na, was will sie denn nun wieder nicht? Wollte der Butt schließlich von ihm wissen. Dem Mann war es furchtbar peinlich. Sie will nicht mehr nur in einem Schloss leben, sondern auch Königin sein. Geh nach Hause, sie ist schon Königin, lachte der Butt, und als Peter sich nicht rührte, sagte er: Na nun, geh mal schön. Der Mann ging nach Hause, und als er zum Palast kam, war das Schloss noch größer geworden, mit großem Turm und Burgmauer drumherum. Die Garde stand vor dem Tor und überall waren Soldaten, edle Herren und Pauken und Trompeten. Als er in das Schloss kam, da war alles aus purem Marmor und Gold und überall lagen weiche Decken mit großen goldenen Quasten. Die Türen vom großen Saal gingen auf. Da stand der ganze Hofstaat und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten. Sie hatte eine große goldene Krone auf und ein Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Er sagte: Ach, Ilsebill, nun bist du Königin. Ja, sagte die Else, nun bin ich die Königin. Peter stand da und sah sie an, und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er: Ach, Königin, was steht dir das gut, dass du Königin bist? Nun können wir uns auch nichts mehr wünschen. Da denken wir dann nochmal drüber nach, erwiderte seine Frau. Und schon am nächsten Morgen in der Früh war sie ganz unruhig und sagte zu Peter: Bitt, mir wird schon wieder langweilig und ich kann es einfach nicht mehr aushalten. Geh sofort zum Butt. Königin bin ich schon, dann will ich auch Kaiserin werden. Och nee, Frau, stöhnte der Mann. Warum willst du denn jetzt Kaiserin werden? Pitt, du bist so blöd, schrie sie. Geh mal schön zum Butt, ich will heute Kaiserin sein. Wenn er Königin machen kann, dann kann er auch Kaiserin. Och nee, Ilsebill, sagte der Mann, Kaiser kann er sicher nicht machen, ich will dem Butt das nicht sagen. Kaiser ist nun mal nur einer im Reich. Kaiser kann der Butt nicht machen, das kann und will er sicher nicht. Was? Schnauzte die Frauen an. Ich bin Königin und du bist mein Mann. Tu, was ich sage und geh mal schön zum Butt und sag ihm, kann er Könige machen, so kann er auch Kaiser machen. Ich will Kaiserin sein. Nun musste er hingehen. Als der Mann aber so vor sich hingehen, machte er sich große Sorgen und dachte sich, das kann nicht gut gehen. Kaiser ist zu unverschämt und der Butt wird am Ende wütend sein. Dann kam er an die See und die war noch voller mit Fischen, Krebsen und Krabben, Delfinen und Aalen, Robben und Walen. Es spritzte und platschte, blubberte und schäumte, als würde das Wasser kochen. Dazu wehte ein starker Wind über die See. Der Fischer bekam große Angst. Trotzdem stellte er sich in die Wellen zwischen all die Kreaturen und rief: Manche, manche, Tempete, Butche, Butche, Innesee, Mine, Fru, die Ilsebill, will nicht so, was ich wohl will. Der Butt steckte seinen Kopf aus dem Wasser und sagte zu den Tieren: Na, hab ich euch zu viel versprochen? Dann schaute er den Fischer mitleidig an und seufzte: Na, was will sie denn nun wieder nicht? Ach, Butt, klagte Peter, meine Frau will jetzt Kaiserin werden und über alle Könige des Reiches herrschen. Geh nach Hause, sagte der Butt, sie ist schon Kaiserin.
der Fischer Peter stand immer noch wie angewurzelt da. Der Butt lachte. Na nun geh mal schön. Und als er dann ging und zu Hause ankam, war das ganze Schloss aus bestem polierten Marmor und um die Zinnen herum standen Figuren aus Alabaster. Vor der Tür marschierten die Soldaten und sie bliesen Posaunen und Trompeten, schlugen Pauken und Trommeln. Im Palast gaben sich die Barone, Grafen und Herzöge so untertänig, als seien sie Diener. Sie machten ihm die Türen auf, die aus lauter Gold waren. Als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der war von einem Stück Gold und war wohl 2 Meter hoch. Sie hatte eine große goldene Krone auf, die war noch größer und schöner als die vom Tag davor, als sie noch Königin gewesen war. In der einen Hand hatte sie ein Zepter und in der anderen einen Reichsapfel. Peter ging zu seiner Frau und sagte, »Ilsebill, nun bist du Kaiserin.« »Ja«, sagte sie, »ich bin die Kaiserin des gesamten Reiches.« Er stellte sich hin und sah sie sich an, und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, da sagte er, »Ach, Frau, das steht dir gut, dass du nun Kaiserin bist. Dann sind wir ja endlich fertig und können abschließend doch noch zufrieden sein.« »Mann, Pitt«, keifte sie, »da denken wir ja dann besser noch mal drüber nach.« Und schon am Nachmittag ließ sie ihn zu sich rufen. »Geh und sag dem Butt, dass ich Päpstin sein und über alle Kaiser herrschen will. Na, was stehst du noch da? Nun geh schön hin zum Butt.« »Och, nee, Ilsebill«, seufzte der Mann, »was willst du denn nun auch noch alles werden? Päpstin kannst du nicht werden, denn einen Papst gibt es doch schon und es kann nur einen geben. Das kann der Butt doch nicht machen.« »Mann, Pitt«, stöhnte sie, »ich will aber Päpstin werden, noch heute.« »Nein, Frau«, erwiderte der Mann, »das kann ich ihn nicht fragen. Das geht doch nicht gut aus. Das ist zu viel verlangt. Zur Päpstin kann dich der Butt nicht machen.« »Mann, Pitt, schwätz kein dummes Zeug«, sagte die Frau. »Kann er Kaiserin machen, so kann er auch Päpstin machen. Geh jetzt sofort dahin. Ich bin Kaiserin und du bist mein Mann. Geh mal schön dahin.« Da wurde ihm ganz schlecht vor Angst, aber er ging trotzdem. Er zitterte und bebte, die Knie und Waden schlotterten ihm und es fegte ein heftiger Wind dunkle Wolken übers Land. Die Blätter wehten von den Bäumen und die Wellen schlugen hoch. Das Wasser brauste so, als ob es kochte, platschte an das Ufer und in der Ferne sah er die Schiffe, die Notsignale abgaben, während sie auf den tobenden Wogen hüpften und tanzten. Da schlich er ganz verzagt ans Ufer, stand da schlotternd in seiner Angst und rief, »Manche, manche, Timpetee, Butche, Butche in de See, meine Frude Ilsebill will nicht so, was ich wohl will.« Der Butt tauchte aus den Fluten auf und mit ihm all das Getier der Meere. Die stürmische See schien vor Wut zu schäumen und der Butt rief zu den Tieren, »Seht ihr? Noch irgendwelche Zweifel?« Dann wandte er sich an den Fischer. »Na, was will sie denn nun nicht mehr?« wollte der Butt wissen. »Ach, Herrje«, stotterte der Mann, »sie will nun auch noch Päpstin werden und über alle Kaiser herrschen. Ich weiß ja«, der Butt unterbrach ihn, »geh nach Hause, sie ist schon Päpstin.« Der Fischer stand wie erstarrt in der Brandung. »Na nun geh mal schön«, ermunterte ihn der Butt. Und als Peter dann ging und als er dann ankam, war da eine Kathedrale von lauter Palästen umgeben und alles war mit Tausenden und Abertausenden Lichtern erleuchtet. Seine Frau war ganz in Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte des Papstes große goldene Krone auf. Und um sie herum war so viel geistlicher Hofstaat, dass die ganze Halle wimmelte mit Bischöfen, Kardinälen und Äbten. Die Kaiser und die Könige der Welt lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr die Pantoffel. »Ilsebill«, sagte der Mann und sah sie sich an.
Nun bist du Päpstin. Ja, sagte sie feierlich, ich bin die Päpstin der Christenheit. Er sah sie weiter an, und als er sie so weiter ansah, da schien sie ihm in all ihrem Gold wie die helle Sonne. Nachdem er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er schließlich, »Gut, Frau, wie gut dir das steht, dass du Päpstin bist!« Sie saß aber ganz steif da und rührte und regte sich nicht. Peter sagte, »Frau, kannst du nun zufrieden sein, dass du Päpstin bist? Nun kannst du doch wirklich nichts mehr werden!« »Das wollen wir gut überdenken«, erwiderte die Frau feierlich. Als sie beide zu Bett gegangen waren, konnte die Päpstin nicht schlafen. Sie war nicht zufrieden und die Gier ließ sie die ganze Nacht nicht schlafen. Sie dachte immer nur daran, wie sie diese Möglichkeit noch besser nutzen konnte. Der Mann schlief gut und fest, denn er hatte am Tag viel hin und her laufen müssen. Die Frau aber konnte nicht schlafen. Sie warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte immer darüber nach, was sie wohl noch werden könnte, und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Noch bevor sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah starr aus dem Fenster. Als sie sah, wie es langsam heller wurde, kam ihr eine Idee. »Herr im Himmel«, dachte sie, »warum kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen, wie ich es will?« Sie weckte ihren Mann. »Pitt«, sagte die Päpstin und stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Rippen. »Wach auf, geh zum Butt und sag ihm, ich will werden wie Gott.« Der Mann war noch ganz verschlafen und dachte zuerst, es sei nur ein böser Traum, aber dann öffnete er die Augen und sah seine Frau. Er erschrak so, dass er aus dem Bett fiel. Er dachte, er müsse sich verhört haben, rieb sich den Schlaf aus den Augen und gähnte. »Ach nee, Ilsebill, was willst du?« »Mann, Pitt«, fluchte sie, »wenn ich nicht noch heute die Sonne und den Mond aufgehen lassen kann, dann kann ich das nicht mehr aushalten. Und ich habe dann keine ruhige Stunde mehr und dann hast du keine ruhige Minute mehr.« Dabei schaute sie ihn böse an, dass ihn ein Schauer überlief. »Geh gleich hin, ich will bis zum Mittag wie der liebe Gott sein.« »Och nee, Frau«, sagte ihr Mann und fiel vor ihr auf die Knie, »das kann der Butt nun wirklich nicht. Kaiserinnen und Päpstinnen scheinen ja zu klappen, aber ich bitte dich, denk da lieber nochmal drüber nach.« Da wurde sie böse und schrie, »Ich halte das nicht aus und ich halte das nicht länger aus. Willst du wohl schön dahin gehen?« Er zog sich die Hose an und rannte davon. Draußen war ein ungeheurer Sturm und der Wind tobte über das Land. Er konnte sich kaum auf den Füßen halten. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht. Der Himmel war ganz dunkel und es grollte und krachte. Der Fischer kämpfte sich gegen den Sturm an den Strand und schrie so laut er konnte. Aber er verstand sein eigenes Wort fast nicht. »Manche, manche, Timpete, Butche, Butche in der See, meine Frode Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will.« Mit einem Mal hörte der Sturm auf zu toben und es wurde ganz ruhig. Das Meer lag still und glatt da wie ein Spiegel, sonst geschah nichts. Der Fischer watete ein Stück ins Meer hinaus, aber wohin er auch schaute, sah er keinen Fisch, keine Krabbe, nicht einmal eine Muschel. Er bekam ganz furchtbare Angst und fragte sich, was haben wir da bloß gemacht? Wird das noch gut ausgehen können? Er holte tief Luft und rief noch einmal über die stille See. Manche, manche, Timpete. Aber weiter kam er nicht, denn der Butt tauchte direkt vor ihm auf und rief, ja, ja, ich hab dich schon gehört, was ist denn noch? Ach, antwortete Peter, kannst du dir das nicht denken? Nun will sie werden wie der liebe Gott. Der Butt lachte. Ach was,
Na, dann geh mal schön nach Hause. Sie sitzt schon wieder in eurer kleinen alten Fischerhütte. Der Mann ging nach Hause und da war nur die kleine Hütte am ruhigen Meer. Peter lächelte. Ob sie jetzt endlich zufrieden ist, fragte er sich. Else saß in der Hütte und sie weinte und weinte und weinte.